Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal wieder mit einer Diskussion. Da haben wir lange Zeit über Raigeki diskutiert. Vor DM wussten wir nicht genau, ob wir die spielen sollten oder nicht. Chong hat sich in letzter Minute umentschieden. Nico hat sie verzweifelt gesucht. Ich habe sie nur gespielt, damit Nico sie nicht bekommt. Ich auch. Aber jetzt nach der DM konnten wir uns ein Bild davon machen. Was hat ihr jetzt von Raigeki, Jungs? Also ich bin auch einer von denen gewesen, die sich knapp anders entschieden haben. Sprich, ich habe es dann doch gespielt. Aber im Nachhinein sage ich einfach, ich glaube, jetzt wenn ich mal alles in Revue passiere, hätte ich sie gar nicht gebraucht. Ja? Weil, wenn du es gegen Pepe spielst, die legen dir zum Beispiel Hope hin, bringt dir nichts. Dann, wenn du gegen Cosmo spielst und die haben ein krasses Feld mit Infinity, also mit Fire King, musst du hoffen, dass du noch was anderes hast, weil er kann sie dir auch negieren. Ja? Also sie nur zu spielen, damit er dann die negiert, also das Monster dann negiert, ist halt zu schade, weil du machst halt einfach nur Minus. Ja? Deshalb lieber was anderes spielen. Also ich habe sie einmal, glaube ich, einmal gezogen, aber auch selbst habe ich sie nicht gebraucht. Ja? Also, und wenn du sie brauchst, siehst du sie eh nicht bei 40 Karten. Ja? Also ich glaube, die ist eher jetzt für mich mittlerweile eine Sideboard-Karte. Ja? Ist das für mich so. Also bei mir ist, ich wollte sie am Anfang spielen, habe sie dann noch nicht gespielt. Aus dem Grund einfach, weil wenn ich Cosmo Fire King Combo gespielt habe, will ich sie nicht auf der Starthand haben. Und deswegen habe ich sie einfach nicht gebraucht. Das war auch der einzige Grund, warum ich die nicht gespielt habe. Ich hätte sie aber gerne lieber im Side-Deck gespielt, weil es gab eine Situation, dass ich gegen Anti gespielt habe. Der hat Pachi ausgespielt und 5 Set. Das war der einzige Spiel, also das einzige Spiel, wo ich halt Raigeki gebraucht habe oder Darkhole eventuell. Das war's auch. Also für mich ist es jetzt eine Sideboard-Karte. Ich will noch was dazu sagen, und zwar, wenn man sie im Sideboard spielt, ich glaube, dass es da nicht reicht, dass man sie nur einmal, also nur Raigeki spielt, man sollte vielleicht noch eventuell noch eine Darkhole oder noch eine zweite Darkhole, also sprich zwei Darkhole, einen Raigeki im Side spielen, finde ich dann viel effektiver, weil wenn du sie nämlich brauchst, dann musst du sie ja auch dann auch haben und dann musst du sie dreimal spielen und sonst siehst du sie ja auch nicht, ja, außer halt in schnellen Decks und ja. Also ich finde, man kann es nicht generell sagen, ob man die spielen soll oder nicht. Das kommt immer darauf an, welches Deck das überhaupt ist. Zum Beispiel, ich habe sie natürlich im Krieg gespielt, weil bei mir Raigeki brauche ich die, um die großen Monster wegzubekommen. In Kombination mit Necro Valley kann auch der Gegner zum Beispiel die Cosmo-Monster nicht entfernen. Da kam die einige Male sehr gut. Wie gesagt, es ist wirklich davon abhängig. Zum Beispiel im Side würde ich sie mindestens spielen. Und Main, wie die Jungs gesagt haben, Cosmo, Ansichtssache, ob man die spielen soll. Im Anti-Deck muss man sie eigentlich spielen. Monarchen spielen die meisten auch kein Raigeki, weil die halt Stormforce haben. Pendel spielt, glaube ich, Raigeki Darkhole im Side gegen eventuell Domain-Monarchen, die noch ein bisschen gespielt werden. Deshalb sei mal sehr davon abhängig, welches Deck man spielt und gegen welches Deck man spielt. Was sagt Honk zu diesem Thema? Er hat sich auch entschieden, sie zu spielen. Ich glaube nicht, dass es nur wegen Nico ist, sondern er hat auch wahrscheinlich seine Gedanken sich dazu gemacht. Ich habe sie nie gezogen, glücklicherweise. Also ich hätte sie auch nie gebraucht. Ich habe zum Beispiel nur gegen BA Probleme gehabt und gegen BA ist es eigentlich komplett nutzlos. Deswegen, ich werde es nicht mehr spielen. Vielleicht im Side, wenn man dann als Zweiter anfängt, dann ein Out gegen das gegnerische Feld. Aber wie Tati gesagt hat, da braucht man vielleicht noch Darkhold und sowas, System Down, wer weiß. Also jetzt, EM steht vor der Tür, denkt ihr, Raigeki wird wieder gespielt, werdet ihr sie reintun? Also ich werde sie auf jeden Fall im Side spielen. Im Side ist sie auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Im Main glaube ich nicht. Wie du auch schon gesagt hast, gegen BA nutzlos, gegen andere Decks einfach vielleicht auch nicht so wirklich relevant. In Kombination mit Darkhold ist es für mich sehr gut und da muss man auch schauen, wie das Platz im Side ist. Aber Main auf keinen Fall. Also hat mir die DM gezeigt, dass ich sie nicht gebraucht habe und hätte. Also ich werde sie jetzt auf jeden Fall im Side-Deck spielen. Ich habe sie davor nicht im Side-Deck gespielt. Ich habe einfach, wenn wieder sowas wie Pachi kommt oder sowas, habe ich jetzt echt Schiss davor gehabt. Und deswegen spiele ich sie im Side. Aber im Main werde ich sie nicht spielen, weil mein Deck einfach zu unkonstant wird, wenn ich einfach Raigeki auf der Starthand habe und mit der gerade er First Turn nichts machen kann. Also falls ich Klee weiterhin spiele, werde ich sie auf jeden Fall im Main Deck behalten. Falls ich was anderes spiele, werde ich es mir überlegen.
Weil ich sag mal, man muss das Meta jetzt abwarten. Es scheint stark, als wäre jetzt Magic Spector wieder da. Gegen das Deck bringt zum Beispiel Raigeki nicht so viel. Gegen Monarchen, sage ich mal, kann die auch was bringen, wenn der Gegner zum Beispiel Majestys Fiend hat, was jetzt sehr viele oder fast jeder spielt die einmal. Man hat eigentlich fast keinen Out dagegen. Ja. Und sag mal, BA ist auch jetzt wieder im Kommen, gegen die bringt die auch nicht so viel. Also wenn ich ein anderes Deck spielen würde, würde ich sie wahrscheinlich nicht im Main spielen, eher im Side Deck, aber müsste man nochmal genau testen. Das war unsere Meinung zu Raigeki. Schreibt wie immer unten in die Kommentare, was ihr von der Karte haltet. Spielt ihr sie momentan? Werdet ihr sie raustun? Ansonsten leidet nicht. Servus Jungs, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.